Corona ist kein Ebola-Fieber. Corona ist für die meisten Menschen eine eher harmlose Erkrankung und es gibt eben besondere Gruppen in der Bevölkerung und das sind insbesondere Menschen, die aus welchen Gründen auch immer eine Schwäche ihres Immunsystems haben oder die insbesondere an chronischen Lungenerkrankungen leiden. Diese Menschen haben ein höheres Risiko und es wird vor allen Dingen in der Zukunft noch stärker darum gehen, diese Gruppen zu schützen. Und das sind gleichzeitig auch Menschen, die gegebenenfalls einer klinischen Behandlung, einer stationären Behandlung bedürfen. Und deswegen ist der noch wichtigere Grund, alles dafür zu tun, dass unser Gesundheitssystem dann auch künftig, wenn vielleicht sehr viele Menschen erkranken und prozentual wenige, aber auf die gesamte Bundesrepublik halt dann doch vielleicht mehrere tausend Menschen eben auch einer intensiven Behandlung bedürfen, dass diese Menschen dann auch dort ausreichend Behandlungskapazität vorfinden. Menschen, die jetzt selber einfach nur beunruhigt sind, aber eher Atemwegs- oder Erkältungssymptome haben, wie sonst auch. Und Corona unterscheidet sich da auch nicht von einer anderen Erkältungskrankheit oder auch von der Influenza. Die bleiben bitte zu Hause, es sei denn, es geht ihnen so schlecht, dass sie sagen, ich brauche jetzt wirklich den Arzt. Und dann ist es eben die Anlaufstelle nicht die Notaufnahme einer Klinik, sondern der Hausarzt ist der richtige Ansprechpartner. Und der wird dann entscheiden und gegebenenfalls auch in die Notaufnahme einweisen. Und auch noch eine wichtige Botschaft: Die Notaufnahme eines Krankenhauses ist kein Testzentrum. Uns erreichen sehr viele Anfragen, auch aus der Sorge heraus, wo kann ich mich testen lassen? Dafür gibt es ganz spezifische Indikationen und die stellt der Hausarzt. Die Landesregierung hat ja jetzt auch eine Verfügung erlassen oder wird dies in Kürze tun, die Großveranstaltungen über 1000 Teilnehmern grundsätzlich untersagt. Damit ist schon mal an der Stelle Klarheit geschaffen. Unterhalb dieser Grenze von 1000 Teilnehmern gibt es keine pauschale Antwort. Wir stehen in engem Kontakt eben auch hier mit den Ordnungsbehörden von Stadt und Landkreis, um an der Stelle auch, sagen wir mal, grundsätzliche Regeln auch zu geben. Dorthin können sich auch gerade Gemeinden, Unternehmen und so weiter wenden. Es wird in manchen Fällen, die man nicht pauschal beantworten können, dass das letztlich auch von uns, von der Gesundheitsbehörde entschieden werden muss. Was mir aber wichtig, ganz grundsätzlich zu sagen ist, dass in diesen Zeiten jede Zusammenkunft von Menschen, die eine gewisse Nähe mit sich bringt, das Risiko beinhaltet, dass dabei natürlich auch Infekte übertragen werden. Das gilt auch schon für die Influenza, die ja ebenfalls keine harmlose Erkrankung ist, sondern in nicht wenigen Verläufen auch zum Tode führt. Und deswegen sollen sich die Menschen bitte so verhalten, wie sie das ansonsten auch tun. Es ist ganz wichtig, dass alle diejenigen, die jetzt in dieser Zeit Erkältungssymptome haben, solche Veranstaltungen nicht besuchen. Insbesondere natürlich Menschen, die gegebenenfalls noch aus den sogenannten Risikogebieten zurückkommen. Aber die sollten ja sowieso grundsätzlich eigentlich eine häusliche Quarantäne einhalten. Wir haben bisher ca. 30 bestätigte Fälle in Stadt und Landkreis. Das kann sich minütlich ändern, aber das ist der Ist-Stand. Und dabei ist eben ganz wichtig, dass ja alle diese Erkrankungen bisher außerhalb der Region erworben wurden, also in aller Regel in den Risikogebieten. Das heißt, im Moment findet noch keine Übertragung des Coronavirus hier in der Bevölkerung statt. Und das gibt uns auch die Möglichkeit, im Hinblick zum Beispiel auf Veranstaltungen ab und zuzugeben, unter welchen Bedingungen man Veranstaltungen noch durchführen sollte, kann und unter welchen Bedingungen man es trotzdem auch jetzt schon vielleicht besser unterlässt, weil wir werden in Kürze erleben, dass Erkrankungen auch hier in der Region erworben werden und übertragen werden.